Hallo, es ist der 16. April 2020. Deutschland wird beherrscht vom Coronavirus. Es ist Ausgangssperre. Es ist jetzt 0:51 Uhr und jetzt habe ich angezeigt, wäre 23:51 Uhr. Ich habe zwar die Uhrzeit in der Dashcam richtig programmiert, aber da wird es immer um eine Stunde weniger angezeigt, warum auch immer. Es ist eine stockdunkle Nacht ohne Mond. Es liegt also nicht an der Kamera, dass es da so dunkel ist. Das ist die A96 Lindau München. Ich fahre jetzt ca. 30 Kilometer schon auf der Autobahn, habe aber vielleicht maximal 10 Autos gesehen. Sehr wenig für eine dreispurige Autobahn und so wie jetzt, die wo eigentlich mitten durch München führt. Ich fahre nur deshalb noch Richtung Stadt, weil ich einen Kollegen noch heimbringe, weil um die Uhrzeit kann er nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Außerdem haben alle unsere Mitarbeiter Verbot, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Es ist Corona. Der Transporter, wo mir jetzt gleich überholt, ist an der letzten Ausfahrt auf die Autobahn gefahren und ist eigentlich gleich sofort auf die Mittelspur. Jetzt überholt er mich. Warum auch immer. Die Autobahn ist leer. Dass er mich jetzt überholt hat, ist klar, weil wer fährt schon hinter einem Handwerkerauto mit Leiter am Dach? Da muss überholt werden. Nur, warum fährt er jetzt nicht rechts rüber? Gut, die Autobahn ist leer, wie man sieht. Ah, jetzt kommt einmal ein Auto. Das ist eine Seltenheit. Wie sagen die LKW-Fahrer immer, die rechte Spur ist Lava. Oder manche sind der Meinung, die rechte Spur ist nur für LKWs. Und deshalb müssen sie da nicht fahren. Außerdem ist die Autobahn ja frei. Nachts um eins. Und wenn du jetzt nicht Autobahnende war, da dann noch bis zur Unendlichkeit weiter auf der Mittelspur fahren. So, ich habe den Kollegen bei ihm daheim abgesetzt, bin jetzt auf dem Rückweg wieder auf der A96 Lindau, Autobahn anfangen. Hinter mir fährt schon eine Zeit lang ein SUV, ziemlich dicht auf und jetzt, wo die Autobahn dreispurig wird, fährt er sofort auf die mittlere Spur. Und fährt immer so in 100 Meter Abstand hinter mir. Auf der Autobahn sind 80 erlaubt und fahre immer so 85. Und der SUV hinter mir nervt, weil er falsch eingestellte Scheinwerfer hat, blendet mir dauernd im Spiegel. Deshalb fahre ich jetzt immer wieder mal ein bisschen langsamer, weil meiner überholt. Wäre aber ich langsamer, wäre der auch langsamer. Und somit fahrt er immer diese 100 Meter hinter mir. Jetzt denke ich mal halt, jetzt fahre ich mal ein bisschen schneller. Vielleicht vergrößern die dann den Abstand zu ihm. Und dann blenden wir nicht immer im Spiegel. In dem Moment, wo ich Gas gebe, gibt der auch wieder Gas. Somit wieder gleicher Abstand. Und wieder gebe ich Gas. Er gibt genauso Gas, bleibt immer im gleichen Abstand hinter mir, blendet die ganze Zeit in meinen Spiegel rein. Also denke ich mir, fahre ich wieder langsamer. Aber diesmal noch langsamer und noch langsamer. 70. Irgendwann muss er mal überholen. Na, er wird genauso langsamer. Und jetzt bremse. Richtig mit Brems. Jetzt ist er endlich an mir vorbei. Es ist nachts, kurz nach eins. Er fährt jetzt seit 5 Kilometer auf der mittleren Spur, warum auch immer. Fährt aber weiterhin auch auf der mittleren Spur.
Wenn ich jetzt von der Autobahn runterfahre, habe ich natürlich keine Ahnung, wie lange das er noch auf der mittleren Spur fährt. Gute Nacht.